einer harten Nuss. Wer von Ihnen... In den letzten Wochen ist was Unglaubliches passiert. Ich glänzte bei den Visiten. Ich glaube, ich fange an, mich von der grauen Masse abzuheben. Die Antwort heißt Pankreatitis. Es läuft verdammt gut für mich. Sieht aus wie ein Bruch der Ulna, genau da. Es ist toll, der King zu sein. Weißt du, es ist okay, von mir beeindruckt zu sein. Das sind die meisten Frauen. Das einzige Problem auf dem Weg nach oben ist, dass früher oder später ein Konkurrent auftaucht. In meinem Fall war das Nick Murdoch. Wow! Der kommt bloß so gut rüber, weil die ihn fahren. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Das ist also der Typ, der mich fertig machen will. Aber klar kriegst du eine Narbe, Peter. Ich meine, du wirst zwar nicht operiert, aber die Mädels stehen auf Narben. Deshalb verpasse ich dir einfach eine. Doktor, Peters Ausschlag hat sich verschlimmert. Kein Problem. Geben Sie ihm Prednison und Benadryl. Guter Umgang mit dem Patienten, kompetenter Ansprechpartner der Schwestern. Sieht, dass ich ihn beobachte. Also nicht, wenn die Laborergebnisse da sind. Beschäftigt tun. Hier ist der Balken. Hier kann man ein Bild aufhängen. Sein Name lautet John Dorian, aber man kennt ihn nur als J.D. Arzt, Freund, Liebhaber. Hey Mann, wie geht's dir? Gut, und dir? Okay, das reicht. Ist das nicht toll, dass wir Ärzte sind? Ich war neulich in einem Restaurant und einer der Gäste fing an zu würgen. Die haben gefragt, ob ein Arzt da ist. Und ich hab nicht mal gezuckt. Ich kenn das. Ich fühle mich manchmal so, als würde ich noch mit meinem großen Bruder mehr spielen. Ich will aber nicht schon wieder Hotlip sein. Halt's Maul und küss Frank. Ich rede nicht mehr mit meinem Bruder. Was machst du denn? Du darfst dich nicht mit ihm anfreunden. Tja, man sieht sich. Mach's gut. Halt, was wurde aus dem Typ in dem Restaurant? Naja, mir ist dann doch noch eingefallen, dass ich Arzt bin, aber da war er schon 20 Minuten tot. Peinliche Sache. Aber das Essen war gut. Nicht lachen, nicht lachen. Verdammt! Hey. Solltest du mal losgehen und ein bisschen Gase holen, wären wir alle total begeistert. Es ist schwer, wenn man sie sein muss. Ist es. Was gibt's da zu grinsen? Ihre großer böser Wolfnummer ist nichts als Show. Großartig. Willst du jetzt Trinkgeld haben? Hau ab! Hopp, hopp, hopp! Ich hab da meine Zweifel. Okay, Alter. Logisch, ich könnte mit geschlossenen Augen operieren. Aber ich werd's nicht tun. Öffnen Sie das Peritoneum. Ich will einen sauberen Schnitt sehen. Gut. Gut. Moment. Halt, wo kommt der Geruch her? Keine Ahnung. Haben Sie den Darm verletzt? Nein, ich meine, ich weiß nicht. Hab ich? Musik abstellen. Ich hatte gestern sowas wie ein Date. Wirklich? Ja, mein Sitznachbar im Bus ist eingepennt und hat mir auf die Schulter gesabbert. Du Flittchen. Und dann habe ich ihm gesagt, er was muss du von einem Orthopäden. Oh, von dem würde ich mich gern vollsabbern lassen. Das ist ja ekelhaft. Wieso sage ich das? Ich sollte überhaupt nichts mehr sagen. Außerdem wüsste ich gar nicht, wie ich mit ihm in Kontakt käme. Du könntest damit anfangen, ihn mal anzusehen. Hat er rübergesehen? Warum nicht? Er mag mich nicht. Ich habe schon versaut. War ein komisches Gefühl, sie auf Nick anzusetzen. Immerhin wollte ich den Kerl heute Morgen noch umbringen. Das Problem ist nur, er ist so nett, wahrscheinlich hätte er mir dabei noch geholfen. Komm schon, J.D., ich krieg immer noch Luft, du musst noch viel fester zudrücken. Komm schon, ich weiß, dass du es kannst, mach schon, du schaffst es. Ah, wenn das mal nicht unsere künftigen Nobelpreisträger sind. Wer kann mir sagen, was für einen Ausschlag die Patientin hat? Ich will die Antwort hören, bevor meine Himbeerlimonade leer ist. Oh mein Gott, ich hab einen... Verdammt, ich weiß nicht mal mehr, wie man das nennt, wenn man einen... So und so hat... Es ist Erythema migrans. Warum sagst du es ihm nicht? Du bist ein Vorbild für die Leute. Es wäre blöd, wenn dein Ruf beschädigt würde. Außerdem ist es für dich selbst doch wohl auch wichtig. Oh, bitte. Als ob der mich kennen würde. Ach. Es ist Erythema migrans, Sir. Vollkommen richtig, Dr. Dorian. Sehr gut. Sehr gut. So ist es richtig. Du schaffst es. Das war's. Wo kam bloß dieser Geruch her? Sir? Was ist los? Sehen Sie was? Sir, ich habe gefurzt. Es hat so gerochen, weil ich gefurzt habe.
Alter. Verlassen Sie auf der Stelle meinen OP. Ja, Sir, natürlich. Ich finde, es wird Zeit, dass Nick die Hosen runterlässt. Das war unglücklich formuliert. Verzeihen Sie, Dr. Cox. Soviel ich weiß, brauchen Sie einen Assistenten, der den Aufsatz über postportale Hämolyse... Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, hau ab. Mission erfolgreich beendet. Hey, JD, wie geht's dir? Dr. Cox, ich würde für Sie wahnsinnig gerne den Aufsatz über die Hämolyse schreiben. Wow, das gefällt mir. Anfänger gegen Anfänger. Jammer, schade, dass ihr nicht bis zum Tod kämpfen könnt. Nein, ich wusste nicht, dass du es auch machen willst. Nein, mach du's, aber, das wird spitze. Hey, Schluss mit dem Scheiß. Das ist sogar für eure Verhältnisse zu nett. So, mal sehen. Wen von euch soll ich mir aussuchen? Wen suche ich mir aus? So. Nicht übel. Okay, bücken. Oh. Sehr interessant. Aha. Braver Junge. Ich entscheide mich für unseren Marathongrinser. Wow. Ja, wow. Das bedeutet mir viel. Ja, ich weiß. Ich wünschte, mein Dad würde noch leben. Das bedeutet gar nichts. Haben Sie innerlich eine Münze geworfen, oder? Nein. Er ist momentan einfach nur ein besserer Mediziner als du. Na los, beleidigen Sie mich schon, wie Sie es immer machen. Zu einfach. Ich mach's, wenn du es nicht erwartest. Dr. Wen hat gedroht, mir den Hintern zuzunähen. Und trotzdem isst du weiter Chili. Ja, aber ich nehme den Käse runter. Heute ist zwar gar nichts passiert, aber ich habe trotzdem Schiss bekommen. Mhm. Ich meine, ein Schluck auf eine falsche Bewegung kann über Leben und Tod entscheiden. Das ist eine große Verantwortung. Hi. Worüber sprecht ihr? Käse. Wären wir uns doch nur früher begegnet. Wie geht's meinem Lover? Baby, wenn das hier gut drauf sein ist, dann schwebe ich so weit darüber. Dr. Turk, machen Sie jetzt den Schnitt. Sir, meine Hand verkrampft sich. Ich habe wohl einen akuten Kaliummangel. Okay, ich übernehme. Dr. Murdoch, Peters Ausschlag ist weg, aber dafür muss er sich jetzt häufig übergeben. Kein Problem. Geben Sie ihm Zofran und 0,9%ige Kochsalzlösung. Ich glaube, die Sache mit Nick entwickelt sich langsam zu meinen Gunsten. Eins steht fest, sein süßer kleiner Hintern ist einfach super. Der wirkt fast wie gemeißelt. Perfekt. Wen kratzt das? Alle Männer haben super Hintern. Ich habe auch einen super Hintern. Den solltest du mal mitbringen. Ach übrigens, wie geht's Turk? Hervorragend, wieso? Weil er gestern bei einer OP Schiss gekriegt hat. Hat er's dir nicht erzählt? Nein. Hallo Schatz. Hey, hi. Ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Mm. Wie geht's dir? Gut. Ja? Sehe ich nicht so aus? Dann pass mal auf. Jamon! Siehst du, mir geht's gut. Sogar mehr als das. Ich fühle mich ganz toll. Ich fühle mich ganz toll. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe Sie heute zusammengerufen, weil die Anwesenheit in meinen Mittagsbesprechungen sehr zu wünschen übrig lässt. Tja, und ich habe mich bereits gefragt, ob Sie sich mit was Wichtigerem beschäftigen. Vielleicht verspüren Sie ja das große Bedürfnis, ein Mittagsschläfchen zu machen. Ich persönlich liebe Mittagsschläfchen. Oder vielleicht haben Sie auch vergessen, dass in meinen Besprechungen Anwesenheitspflicht besteht. Ich bin der Chef und ich mache die Regeln. Tja, Sir, ich habe nie eine Besprechung verpasst. Ich halte den Anwesenheitsrekord. Junge, ich war noch niemals auf einen Assistenzarzt so stolz wie auf Sie. Na, wie gefällt dir das, Nick? Oh, oh. Das heißt also, Sir, an der mangelnden Anwesenheit bin ich schuld. Und zwar ich ganz allein. Na schön. Sie haben soeben das Vorrecht gewonnen, meine nächsten 10 Vorlesungen zu verfassen. Und zwar bis heute Abend. Sir, ein Fall für Dr. Märtyrer. Ich meine, was hat er sich... Gut gemacht. Nick, das war klasse. Das war spitze. Ach was, kein Problem. Gedacht? Es ist toll, der King zu sein. Ich komm schon klar.
Falls nicht, rufen Sie mich, okay? Wenn man nicht mehr der Star ist, verändert sich einiges. Tja, was soll ich sagen? Die Vorlesungen, die er für mich geschrieben hat, sind fantastisch. In der Klinik scheint plötzlich nichts mehr so zu sein, wie es mal war. Hey, Mann. Brauchst du Gesellschaft? Nein. Ich will allein sein. Jetzt vielleicht. Noch nicht. Aber bald. Sogar sehr bald. Warum sollte Turk Elliot davon erzählen und nicht mir? Die zwei sind nicht mal befreundet. Verstehen Sie, was ich meine? Nach diesem 25-Minuten-Vortrag könnte ich nur noch besser verstehen, was Sie meinen, wenn Sie meinen Freund verheimlicht mir was auf einen schweren Holzhammer schreiben und mich damit brutal verprügeln würden. Warum können Sie nicht wenigstens einmal ein paar Gefühle in Ihrer kleinen Seele suchen und ein bisschen Verständnis für mich zeigen? Verzeihung, worüber haben wir gerade geredet? Sehen Sie, deshalb kann Sie niemand leiden. Hey, Sie mögen mich schon ein bisschen. Und Sie mögen mich doch auch, Zuckermäuschen. Hm? Daddy hat hier was Süßes. Na, sieh mal einer an. Ich dachte, das hier wäre nur mein Refugium. Ich würde Sie normalerweise bitten, es keinem zu verraten, aber es redet ja ohnehin keiner mehr mit Ihnen. Es war ein harter Tag, Sir. Tja, wissen Sie, Dr. Dorian, Ihr Problem ist, dass Sie ein Waschlappen sind. Wenn Sie mir im Weg stehen würden, würde ich Sie sofort von diesem Dach schubsen. Wir sind hier ganz allein. Niemand würde es je erfahren. Ich muss etwas erledigen. Es ist herrlich, die Jungs zu verarschen. Ich bin Single. Das habe ich nur so vor mich hingesagt. Nur die Ruhe. Ich habe dir schon eine Einladung zum Essen auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ehrlich? Nein. Aber ich werde es noch machen, bevor du nach Hause kommst. Das reicht mir völlig. Dr. Murdoch, Peter hat jetzt Husten und sehr hohes Fieber. Kein Problem. Geben Sie ihm intravenös Cefotaxin. Wie schaffst du es, so positiv zu sein? Ich lasse den ganzen Mist nicht an mich ran. Ich versuche, mich nicht reinzusteigern. Ruf mich an, wenn du meine Nachricht abgehört hast. Okay. Mhm. Sein Po? Mhm. Hören Sie, Turk. Ich habe Sie für eine Blinddarmoperation eingeteilt. Ich hoffe, dass Sie Kalium im Blut haben. Klasse! Ich habe so viel Kalium, da dreht sich mir das Arschli um. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wissen Sie, ich habe das Wort Kalium genommen und mit einem unfeinen Begriff einen Reim gemacht. Wahnsinnig witzig. Er hat's geglaubt. Wie bitte? So ein bisschen Lampenfieber ist ganz normal. Hatte ich auch schon. Oh, wirklich? Ich verrate dir mit größtem Vergnügen, wie die meisten Ärzte mit dem Stress fertig werden. Du musst nur vorher das Pelmchen schütteln. Was? Naja, du musst 5 Finger gegen Willi spielen. Verstehe ich nicht. Eskulap. Liebe deinen Stab. Soll das etwa heißen, ich soll Bananensaft pressen? Das fährt den Puls runter, setzt Endorphine frei. Das weiß jeder Anfänger. Okay, ich wäre fast drauf reingefallen. Nein, das ist nicht Ihr Ernst. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Okay. Keiner darf Carla ungestraft wehtun. Wer ist Carla? Ich führe Selbstgespräche, hör weg. Wenn der Typ nicht verschwindet, bringe ich ihn um. Wenn du jetzt verschwindest, weiß ich, dass du nicht weggehört hast und dann bringe ich dich auf jeden Fall um. Bleib hier. Guter Junge. Tic-Tac, Clarice. Durch Dr. Kelzers Sprüche wusste ich, was zu tun war. Hey, gut, dass du kommst. Hilf mir doch mal mit dem Katheter. Okay. Mir ist egal, ob Nick wusste, wie neidisch, hinterhältig und kleinkariert ich mich verhalten hatte oder nicht. Ich wollte das Thema einfach gnadenlos ansprechen, wie ein Mann. Vertragen wir uns? Klar. Was soll's? Ich war zwar hier eine Zeit lang der Größte, aber jetzt ist er der Star. Ich glaube, die gehört dir. Oh, vielen Dank, Mann. Ich brauche noch Klebeband. Oh. Wenn man sich einer echten Autorität unterwirft, bringt das für alle Beteiligten Vorteile. Die Urinprobe muss ins Labor. Wir fingen an zu funktionieren wie eine gut geölte Maschine. It's funny how life turns out.
Hey, Nick, ich habe die Ergebnisse der... Nick? Seine Blutwerte sehen gar nicht gut aus. Kein Problem. Carla, ich habe über unser Gespräch vorhin nachgedacht und, ach, was soll's. Hier. Wow. Sie haben wirklich in Ihrer Seele gesucht und einen Muffin gefunden? Der ist aus dem Laden und die Blaubeeren da drin sind größer als Ihre Faust. Ich hätte Sie nicht damit belasten dürfen. Sie kennen Turk überhaupt nicht. Doch, ich habe ihn heute kennengelernt. Wir hatten eine super Unterhaltung. Puh. Ich bitte um Beifall für den jungen Mann. Das war eine erstklassige Leistung. Du wirst sicher bestätigen, dass dir das geholfen hat. Du fühlst dich jetzt schon viel besser, oder? Wirklich ein netter Kerl. Es ist nicht ganz einfach, über seine Schwächen zu sprechen. Das ist alles. Essen Sie endlich den verdammten Muffin, Carla. Weißt du, auch wenn ich heute Nachtdienst habe, werde ich den ganzen Mist nicht mehr in mich ranlassen. Ich werde mich einfach nicht reinsteigern. Was ist? Ich habe nur daran gedacht, dass du bei unserem letzten Besuch schon ausgeflippt bist, weil wir die falschen Chips dabei hatten. Sieh mich an. Das war die alte Elliot. Könnt ihr mir helfen, Dr. Murdoch zu finden? Peters Eltern sind da und er ist nicht aufzutreiben. Klar. Hey, Elliot hat sich vorgenommen, sich in nichts mehr reinzusteigern. Mm. Sie ist betrunken. Carla? Wow. Sie sehen toll aus. Treiben Sie Spielchen mit mir? Nein, aber ich würde es gern tun. Turk hat mir das gekauft, einfach so. Er wusste, dass es mir gefällt. Oh. Wissen Sie, Carla, vor vielen Jahren, als ich Assistenzarzt war, war der Stress manchmal so unerträglich, dass ich ihn bloß ertragen konnte, indem ich nach Hause gefahren bin. Und auch wenn meine Frau schon geschlafen hat, habe ich sie zärtlich geweckt, ihr in die Augen gesehen und dann habe ich sie auf ziemlich psychopathische Weise gequält, bis sie übers Wochenende zu ihrer Mutter abgehauen ist. Oh. Ist das hilfreich? Wie eine verbale Umarmung. Hey, ich will damit nur sagen, nur weil ein Typ sich nicht besonders gut mitteilen kann, bedeutet das nicht, dass er kein Bedürfnis hat nach... Ihnen. Oh Mann. Frauen verstehen mich sowas von überhaupt nicht. Dass es sogar nicht mal mehr witzig ist. Das macht einen irre. Ganz ehrlich, das ist der pure Wahnsinn. Es liegt einfach nur an den OP-Klamotten, verstehst du? In Jeans hat mein Hintern nämlich einen unglaublichen Sexappeal. Hey, da bist du ja. Nick, fass mal meinen Hintern an. Alles in Ordnung? Der Junge wird auf jeden Fall sterben. Es passiert heute oder morgen oder erst in einem Monat. Ich kann nichts dagegen tun. Nichts funktioniert. Jetzt wollen seine Eltern mit mir reden. Was bitte soll ich denen sagen? Peter hatte 7 schöne Jahre? 7 Jahre, Mann! Das ist nicht fair. Ich hasse diesen Beruf. Ich hasse diese Klinik. Das ist nicht deine Schuld. Ich kann das nicht mehr. Ich bin fertig damit. Fertig, fertig. Das Schlimmste war, dass ich gedacht hatte, er wäre stärker als wir alle zusammen. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, der Beste zu sein. Sondern darum, im Alltag irgendwelche positiven Kleinigkeiten zu entdecken. Ob das die Unterstützung durch geliebte Menschen ist. Oder man sich erlaubt, sich in was reinzusteigern. Wenigstens für einen Moment. Oder dass man ab und zu selbstlos sein kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, letzten Endes geht es ums Überleben. Wie auch immer man das schafft. Also bis morgen. Du bist dumm. Das war's schon? Wart's ab. Das nagt an dir. Bin ich dumm? Ja, ein bisschen schon. Dieser Mistkerl!